Juckreiz am Anus, was man in der Fachsprache Pruritus Ani nennt, kann sehr unangenehm sein. Den Betroffenen ist es meist unangenehm, darüber zu sprechen, doch das Gute dabei ist, dass das lästige Afterjucken in der Regel ganz harmlose Ursachen hat und ganz leicht zu behandeln ist. Allerdings ist hier natürlich auch Vorsicht geboten, denn Afterjucken kann auch ein Hinweis auf andere Krankheiten sein. In diesem Video erfährst du, welche Ursachen das Afterjucken haben kann, mit welchen Maßnahmen und Hilfsmitteln das Afterjucken behandelt werden kann und wann du einen Arzt aufsuchen solltest. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei Kasida, dein Experte für natürliche Gesundheit und Clean Beauty. Die juckende Missempfindung am Anfang des Enddarms und einige Zentimeter um die Analöffnung herum wird in der Fachsprache Pruritus Ani genannt und ist absolut keine Seltenheit. Der Bereich um den After herum ist schließlich eine große Angriffsfläche für Juckreiz und Irritationen. Der Grund dafür sind mechanische Reizungen beim Waschen, genauso wie Feuchtigkeit oder auch Stuhlreste. Wenn neben dem Juckreiz auch Hautveränderungen im Afterbereich vorliegen, dann spricht man von Dermatitis oder von Ekzemen. Mediziner unterscheiden akutes, also kurzfristiges Afterjucken von dem chronischen Afterjucken, das dann länger als 6 Wochen andauert. Kommen wir also nun zu den Ursachen. Diese können beim Afterjucken ziemlich unterschiedlich sein. Zum einen kann es sich hier zum Beispiel um Darmerkrankungen handeln. Magen-Darm-Infektionen, Reizdarm oder auch chronisch entzündliche Darmkrankheiten wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa führen zu ständigem Durchfall und da dann wiederum zum Juckreiz im Afterbereich. Ein weiterer Grund für Afterjucken kann hier auch die Stuhlinkontinenz sein. Beides führt zum häufigen Kontakt mit Ausscheidungen am Afterbereich sowie eine häufige Reizung durch das Säubern und somit dann wieder zu Hautirritationen und zum Pruritus Ani. Ein weiterer sehr häufiger Auslöser für Afterjucken ist das Hämorrhoidenleiden. Durch die vergrößerten Hämorrhoiden ist nicht nur die empfindliche Haut um den Darmausgang gereizt, sondern der Afterbereich ist hier auch wesentlich feuchter als normalerweise. Aufgrund dessen kommt es zum Juckreiz am Anus. Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung und kann ebenso eine Ursache für Afterjucken sein. Doch auch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Schilddrüsenleiden, Niereninsuffizienz oder das Immunsystem schwächende HIV können als Folge Afterjucken haben. Die Hygiene spielt hier ebenfalls eine Rolle, denn nicht nur die mangelnde Hygiene kann zu Afterjucken führen, sondern auch die übertriebene Hygiene. Die Analregion ist durch spezielle Analdrüsen mit einem Schutzfilm ausgestattet, sodass chemische und mechanische Reize hier keinen allzu großen Schaden anrichten können. Doch dieser Schutzmantel kann durch aggressives Reiben oder durch Waschlotion mit schädlichen Inhaltsstoffen geschädigt werden. Dadurch wird die Haut um den Anus herum trocken und anfällig für Krankheitserreger. Auch die mangelnde Analhygiene kann zum Juckreiz führen. Denn die Kombination von Stuhlresten und der Körperwärme bzw. dem Schweiß führen meistens zu Juckreiz. Auch verschiedene Medikamente, zum Beispiel bei der längeren Einnahme von Antibiotika, können eine Ursache sein, genauso wie Madenwürmer. Bei den Madenwürmern sind sowohl Kinder als auch Erwachsene betroffen und diese sind am Stuhl sehr leicht erkennbar. Wie kann man Afterjucken denn jetzt behandeln? Bei der Auswahl der verschiedenen Behandlungsansätzen solltest du immer die Ursache im Hinterkopf behalten. Wenn du deine Analhygiene vernachlässigt oder übertrieben hast, ist es ein ganz leichtes, das einfach wieder anzupassen. Reinige den empfindlichen Bereich mit Wasser und trockne ihn gut ab. Mediziner raten übrigens von feuchtem Toilettenpapier ab, da das den Analbereich zusätzlich reizen kann und zu Juckreiz führen kann. Bei Beschwerden wie Durchfall oder Verstopfung, welche zu Afterjucken führen kann, ist eine Ernährungsumstellung sinnvoll. Zum Beispiel kann hier einfach auf scharfe Gewürze im Speiseplan verzichtet werden. Wenn es sich beim Afterjucken um Hämorrhoiden, Pilze oder Bakterien handelt, gibt es verschiedene Salben, Cremes oder Gele aus der Apotheke, die hier eine schnelle Abhilfe schaffen können. Das pflanzliche Hämokalm Repair and Protect von Kasida eignet sich wunderbar für die Pflege und Hygiene bei Afterjucken. Unter den rein natürlichen Inhaltsstoffen befinden sich Zypressenöl, Kokosöl, Lavendelöl und Immortellenöl, welche juckreizlindernd und beruhigend wirken. Den Link zu unserem Hämokalm Repair and Protect findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei, denn dort gibt es direkt auch noch einen 10%igen Rabattcode. Das Spray kann entweder direkt auf die zu behandelnde Stelle gegeben werden oder vorher auf ein Wattepad gegeben und punktuell auf die Stelle getupft werden. Auch einige Hausmittel eignen sich wunderbar, um das Afterjucken zu lindern. Schwarztee eignet sich zum Beispiel wunderbar, um Schwellungen, Schmerzen und Juckreiz zu lindern.
Dazu einfach den Teebeutel aus dem Schwarztee lauwarm direkt auf die betroffene Stelle geben und ein paar Minuten einwirken lassen. Eine Teemischung aus Ringelblume, Schafgarbe und Kamille kann den Juckreiz ebenso lindern. Davon einfach 2 Tassen täglich trinken, aber allerdings nicht länger als 6 Wochen. Du kannst auch Kompressen auf die Stellen legen. Dazu am besten die Kompresse in abgekochtes Wasser und einer Tinktur aus Ringelblume geben und auf den Analbereich legen. Den quälenden Juckreiz kannst du ebenso mit einem Sitzbad lindern. Kamille, Eichenrinde, Ringelblume und Schafgarbe wirken hier irritationslindernd. Eine wichtige Frage noch zum Abschluss: Wann sollte ich zum Arzt gehen? In den meisten Fällen lässt sich das Afterjucken mit den eben genannten Behandlungen und Maßnahmen und Hausmitteln behandeln. Sollte der Juckreiz am Anus allerdings nicht von selbst wieder verschwinden, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Der lästige Juckreiz beeinträchtigt nämlich nicht nur den Alltag der Betroffenen, sondern kann auch ein Hinweis auf ernstere Krankheiten sein. Um schwere Erkrankungen wie zum Beispiel Krebsleiden auszuschließen, sollte ein langanhaltender Juckreiz vom Arzt abgeklärt werden. Ein Arzt kann ebenso abschätzen, in welchen Fällen von Hämorrhoidenleiden eine Operation in Betracht kommt. Darüber hinaus musst du auch bei chronischen entzündlichen Darmkrankheiten und Diabetes einen Arzt aufsuchen. Wenn du sofort schnelle und rein pflanzliche Hilfe suchst, dann schau, wie gerade schon gesagt, in der Videobeschreibung vorbei, denn dort findest du unser Hämokalm Repair and Protect. Wenn du davon betroffen bist, wünschen wir dir eine schnelle und gute Besserung. Wenn du kein Video mit Gesundheitstipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt noch ganz kurz kostenlos unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!